Hallo und willkommen bei die Schatzmeisterin Podcast. Ich freue mich wirklich so, so sehr, dass du wieder hier in meinem Podcast gelandet bist, dass du wieder zuhörst, dass du dich mit dir beschäftigst und das heutige Thema, du hast es ja vielleicht schon gelesen, ist: Du bist genug. Und das klingt so simpel und es klingt irgendwie auch selbstverständlich. Und doch habe ich mich jetzt dafür entschieden, hierüber einen Podcast zu machen und mit dir drüber zu sprechen, weil ich wirklich beobachte, dass das ein Gedanke ist, den die allermeisten Menschen irgendwie gar nicht so wirklich glauben wollen. Und bevor wir jetzt gleich in dieses Thema einsteigen, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, vielleicht bist du ja jetzt gerade schon auf YouTube und schaust dir diese Folge an mit all den Bildern, die ich da so von mir als kleine Fotoshow sozusagen hier bereitstelle. Und es wird jetzt mehr Podcasts geben, also auch zu all den anderen Formaten. Wie gesagt, wenn du schon auf YouTube bist, dann werde ich ab jetzt, beziehungsweise ich glaube, bis diese Folge hier online geht, also heute war wieder ein richtig, richtig toller Content-Tag für mich sozusagen. Es ist heute Freitag. Also bei mir ist heute Freitag. Ich weiß jetzt nicht, wann wir diesen Podcast hier hochladen. Normalerweise ja die Schatzmeisterin Podcast immer dienstags. Und jetzt gucken wir mal, welcher Tag da vielleicht passen könnte, um 2 Folgen pro Woche für dich bereitzustellen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch in Zukunft vielleicht auf YouTube auch mal bei den Lives dabei bist. Da kannst du sehr, sehr gerne Fragen stellen. Du kannst mir deine Gedanken dort einfach aufschreiben. Wir können dort über alles sprechen, was dich betrifft, was dich bewegt, Dinge, die dir am Herzen liegen. Und wie gesagt, einmal die Einladung zu den Lives, die es jetzt auch auf YouTube gibt. Also auf Instagram war ich ja schon öfter live. Und wie gesagt, ab jetzt werde ich erstmal unter Vorbehalt, also ich muss gucken, wie es terminlich geht, aber es macht mir wirklich so einen großen Spaß, 2-mal die Woche einen Podcast hier für dich bereitstellen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Und ich sage es jetzt nochmal: Du bist genug. Und du bist genau richtig. Du bist genug, genau so, wie du bist. Und ich frage mich gerade, was jetzt vielleicht bei dir so los ist. Ob du sagst, hey ja, klar, das stimmt. Oder ob du dich vielleicht ein bisschen zurückversetzt fühlst in vielleicht deine Kindheit, deine Jugend. Vielleicht sitzt du jetzt auch irgendwie am Tisch in Gedanken, am Essenstisch mit deinen Eltern, bist vielleicht 14, 15, 16, keine Ahnung wie alt, und hörst wie so ein Echo in deinem Kopf, das immer wieder kommt und das dich auch ein bisschen durcheinander rüttelt und durchschüttelt. Und vielleicht hörst du, wie, keine Ahnung, deine Mutter, dein Vater, vielleicht deine Großeltern, oder es kann natürlich auch sein, dass du Erlebnisse in deiner Schule gehabt hast, vielleicht mit Kollegen, mit Mitschülern oder auch mit Lehrern, wer weiß. Ja, vielleicht hörst du da Dinge wie, oh, du hast es schon wieder falsch gemacht. Oder, also du bist einfach, du bist unser Sorgenkind. Du bist unser Problemkind. Das ist einfach so. Ach, lass, ich mach das schon. Das brauchst du nicht machen. Alles, was du so anfasst, ach, das geht dann sowieso schief. Oder
Wenn du Geschwister hast, vielleicht haben deine Eltern dich ab und an gar nicht, ich sag gar nicht, dass das war bestimmt keine Absicht. Das war einfach so salopp dahingesagt. Vielleicht haben die auch mal irgendwie gesagt, hier, warum kannst du das nicht so wie die oder wie der so und so, der Bruder, die Schwester? Warum machst du alles anders als dein Bruder, als deine Schwester? Und ich glaube, wenn du solche Dinge erlebt hast, dann hast du die auf bestimmte Art und Weise verarbeitet. Und viele von uns, klar, wir stehen da drüber, wir sind heute erwachsen, aber wenn du mal ganz ehrlich bist und mal ganz, ganz tief in dich hineinhörst, kann es sein, dass du aufgrund dieser kleinen, banalen Äußerungen oder irgendwelchen anderen Erlebnissen, die du hattest in deiner Teenagerzeit. Und da komme ich jetzt auf das Thema der innere Teenager. Also du hast genau richtig gehört, es geht nicht um das innere Kind. Es gibt auch ein psychologisches Konzept, das nennt sich der innere Teenager. Und es ist bei den meisten von uns sogar viel, viel präsenter und tiefer gefestigt. Das hat sich so stark eingeprägt, weil es natürlich diese wichtige, wichtige Zeit ist, wo wir vom Erwachsenen, beziehungsweise wo wir erwachsen werden, wo wir vom Kind zum Erwachsenen werden. Und wo uns Erwachsene, zu der Zeit damals natürlich, als wir noch Kind waren und natürlich jetzt im Wachstum sind, sei es jetzt auch hormonell, spielt alles verrückt, der Körper, man wird selbstständig, eigenständig, man darf das erste Mal Verantwortung übernehmen, man soll das dann auch, aber irgendwie langt es dann doch nicht. Und ich möchte dich jetzt mal dazu einladen, dich wirklich auseinanderzusetzen mit dem Thema, was denkst du denn so über dich selbst? Also, wie stark hält dieses Echo denn nach? Wie stark ist denn diese Narbe, die sich vielleicht bei dir in deinem Inneren gebildet hat, vielleicht in deinem Herzen, ist es eine Narbe, die da ist, die schon verblasst ist? Oder ist es noch eine Narbe, die jedes Mal eigentlich schmerzt und sich wie so ein Splitter in deiner Seele anfühlt? Diese Splitter, diese Narbe, dieses Echo, das ist im Grunde ein Teil deiner Kernwunde. Und unsere Kernwunde, die sitzt oft so, so tief und die kann wirklich die verschiedensten Dinge in unserem Erwachsenenleben heute auslösen. Also impulsives Kaufen. Wir kaufen vielleicht zu viele Dinge. Wir kaufen unkontrolliert. Bei manchen endet es vielleicht sogar in so einer Kaufsucht. Es ist vielleicht auch im Job oder beruflich macht sich das alles bemerkbar. Mit unserem Selbstbewusstsein. Wir streben nach etwas Höherem und wir spüren und merken auch, dass das wirklich das ist, was wir wollen. Aber irgendwie halt es irgendwie nach, dieses Echo. Das mag einfach nicht aufhören. Und dann kommt natürlich hier unser Kopfkino dazu, unser innerer Kritiker. Und dann sind wir, bang, richtig im Selbstsabotageprogramm.
Also Selbstsabotageprogramme, das sind diese Bewältigungsstrategien, die wir uns selbst so ein bisschen zurechtgelegt haben, die uns aber nicht weiterführen. Also wir nagen an diesen Problemen, wir wissen ganz genau und fragen da auch um Hilfe und ja, lesen Bücher, wir schauen Videos, wir hören auch Podcasts, wir meditieren, wir journalen, wir machen Atemübungen, wenn wir überfordert sind. Und das ist auch alles gut so. Das sind alles Coping-Strategien, das sind alles Bewältigungsstrategien, die wir für uns gewählt haben teilweise, die wir uns selbst beigebracht haben, damit es uns besser geht, kurzfristig. Aber das bringt uns aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf und auch aus unseren Gedanken, die wir so über uns selbst haben, nicht raus. Und wenn du an dir feststellst, dass du ganz, ganz oft vielleicht everybody's darling bist. Und everybody's darling, das sind eher so, ich sag mal, Menschen, die folgsam sind. Die haben den Schatzkern der Folgsamkeit in sich. Und wenn du von den Schatzkernen bisher noch nichts gehört hast, nichts mitbekommen hast, das ist ja eine Methode, die ich entwickelt habe. Und dazu gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Podcasts. Aber ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist nur wichtig für dich jetzt im Moment zu wissen, dass jeder Schatzkern eine Licht- und eine Schattenseite hat. Und je nachdem, welchen Anteil, also ob wir mehr im Lichtanteil oder ob natürlich bei den meisten Menschen, die Selbstzweifel haben, die unsicher sind, die sich vielleicht sogar auch ja, manifestiert haben, hey, bei mir geht immer alles schief. Also irgendwie kriege ich nichts gebacken. Kennst du diese Sätze? Also wenn das bei dir so ist, dann bist du auf jeden Fall zu stark in einem Schattenanteil eines deiner Schatzkerne verhaftet. Und Licht und Schatten, das ist jetzt nicht so einfach, dass wir sagen können, okay, Licht ist immer gut und Schatten ist immer schlecht, ist immer böse. So funktioniert es nicht. Und es soll es auch nicht. Denn alles, was das wäre, wäre ja eine Wertung. Und es gibt Zeiten, das ist das beste Beispiel, es gibt Schattenanteile, die sehr wohl oft funktionieren für dich. Die haben dich ja so weit gebracht, wie du jetzt bist. Nur wenn du in den Hindernissen, in den Problemen, die du so hast, diese eine Sache, dieser eine Bereich, der bei dir hakt, und vielleicht ist es auch einfach nur so simpel, dass du immer noch in deinem inneren Teenager feststeckst und hier diese Sätze einfach nicht aus deinem Kopf bekommst. Du hast einfach diese Narbe, die zwar verblasst, aber die nie mehr weggehen wird und kannst auch damit leider nicht umgehen, weil du im Schatten bist, viel zu sehr diese Schattenanteile lebst und vergessen hast, dass wo Schatten ist, muss natürlich auch Licht sein. Sonst würden wir das nicht sehen. Und ich hatte es jetzt gerade schon gesagt, dieses Coping, diese Strategien, die sich irgendwann tatsächlich in so eine Art Komfortzone auch verwandeln können. Also wenn wir uns natürlich immer sagen,
Und da gibt es ja ganz, ganz viele draußen, die tatsächlich nur mit diesen Coping-Strategien sozusagen arbeiten. Und das ist auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Man sollte das kennen. Man muss es anwenden können natürlich auch. Also dazu muss man sehr im Bewusstsein sein. Aber ja, wenn du dich jetzt immer auf diese klassischen Coping-Strategien verlässt, dann ist es ein ganz, ganz tückischer Bereich, in dem du dich befindest, weil du dann natürlich, wenn du sagst, hey, okay, ich mache das jetzt mal und das bringt mich dann jedes Mal runter, ich bin jetzt hier, ja, mir geht's ganz gut und das Leben, das spielt immer für mich. Das Leben spielt nicht immer für uns. Und wenn das jetzt für dich komisch klingt, dann überleg dir mal einen Bereich, der bei dir wirklich hakt, wo du sagst, hey, ich bin in einer Beziehung, in der ich unzufrieden bin oder bei uns geht es irgendwie nicht weiter in der Beziehung. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr so, wer ich bin. Oder du sagst, hey, in meinem Job, also ich fühle mich da einfach nicht wohl. Meine Kollegen, alles um diesen Arbeitsplatz löst in mir ein Unwohlsein aus. Ich mag da eigentlich gar nicht hingehen. Ich gehe halt hin, weil ich halt Geld verdienen muss und keinen Ausweg weiß und bin sogar so blockiert, dass ich nicht weiß, wie ich mich dort lösen soll. Also es weckt sogar Ängste in dir. Und da hilft natürlich auch kurzfristig Coping. Da kannst du Atemübungen machen, da kannst du meditieren. Und dann bist du in diesem Bereich, in dieser Komfortzone. Das ist so immer der mittlere Bereich. Also wenn es einen Bereich 0 gibt, der ganz, ganz schlecht ist, da läuft gar nichts. Und dann gibt es einen Bereich B, sagen wir mal 10 Punkte, also wo alles super ist, wo wir eigentlich aufblühen und es ist einfach alles toll und wir haben alle unsere Ziele erreicht und wir können ans nächste Ziel rangehen. Dann bist du jetzt vielleicht so, ja, in der Mitte, so eine 5, eine 6, vielleicht sogar eine 7. Aber die Frage, die du dir vielleicht vergessen hast zu stellen oder die ein bisschen ungemütlich ist, ist, seit wann bist du denn in dieser Komfortzone? Und was noch viel wichtiger ist, wie lange willst du da eigentlich noch bleiben? Also wenn es dir da gefällt und du da bleiben willst, okay. Ich glaube nur, dass ganz viele Menschen sich etwas vormachen. Die glauben nicht an sich selbst. Sie denken, dass sie nicht gut genug wären, dass sie nicht genug sind, um größer zu werden, um mächtiger zu werden. Und genau diese Ohnmacht, also dieses ohne Macht, das ist ganz, ganz gefährlich, weil das führt dich über kurz oder lang in die Unsichtbarkeit. Das führt dich in so einen Zustand. Also ich sehe es ganz oft, mir kommt es so vor, als würde man irgendwie an einem Fließband oder an der Kasse sitzen. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, als würdest du 24 Stunden lang irgendwo sitzen und immer wieder irgendein Produkt einfach so über dieses Band ziehen und du hörst jedes Mal dieses Piepen. Das ist Resignation. Das ist, wenn du aufgegeben hast. Die Komfortzone ist eine absolut gefährliche Sache, ein absolut gefährlicher Ort, weil
du musst bedenken, dass Menschen sich immer so verhalten, wie sie von sich denken. Und wenn du denkst, du bist nicht genug, wenn du denkst, du machst alles falsch, immer, wenn du denkst, du bist das Sorgenkind, du bist das Problemkind, warum bin ich nicht so wie XY, ich vergleiche mich mit dem und dem, warum kann ich das nicht so wie die anderen, dann wirst du auch genau so handeln, weil du ja selbst nicht an dich glaubst. Und ich weiß, es geht in diesem Podcast immer mal ein bisschen, ja, ich sag mal so Zuckerbrot und Peitsche. Es, wenn du hier länger bist und schon länger hier zuhörst, dann weißt du ja, es gibt auch immer wieder dann Impulse und Tipps. Und eine Sache, die ich dir mitgeben kann, ist, worauf legst du deinen Fokus? Beziehungsweise denk einfach mal drüber nach, versuch herauszufinden, worauf du deinen Fokus legst. Und ganz klar, wenn dein Fokus nicht nach deinen Wünschen, Träumen und Zielen ausgerichtet ist, wenn es lediglich so, ja, jetzt ist ja bald wieder Neujahr, da haben wir wieder alle gute Vorsätze, wenn es nur so eine Sache ist, dass es ein guter Vorsatz ist, wo man eigentlich genau weiß, naja, okay, in 2 bis 4 Wochen habe ich den dann eh gebrochen. Ja, dann kann das auch nichts werden. Denn dann fällst du wieder zurück in diese Komfortzone. Und ich kann dir ein Beispiel geben von einer Person, die sich in einem Bereich des Lebens, also wir sprechen von einer Frau, eine Klientin, die bei mir im Coaching ist. Und bei ihr ist es so, als sie ins Coaching kam, klar, da hatte sie einige Baustellen und wir haben dann relativ schnell auch festgestellt, welche die sind. Wir haben anhand der Schatzkernanalyse erstmal ihre 11 Schatzkerne ausfindig gemacht. Und es war ganz, ganz schnell klar, dass sie sehr stark im Schatten verhaftet ist. In fast allen Schatzkernen. Und wir konnten das dann natürlich jetzt während dem Coaching schon ja, dementsprechend in Balance bringen und anpassen. Und das Tolle ist, ich finde, es ist ein absolutes Erfolgserlebnis. Also ich habe mich so gefreut gestern, als sie mir da erzählt hat. Also früher war ihre Arbeit war für sie eine Last. Es war eine Belastung. Sie war jedes Mal ausgelaugt, wenn sie nach Hause ging und musste sich tatsächlich erst mal hinlegen. Sie hatte eine Halbtagsstelle und jetzt, ich sag mal, keine körperliche Arbeit, dass man jetzt meint, hey, das ist ja richtig, ne, was Schwerkörperliches. Eine Halbtagsstelle. Und trotzdem war sie total energielos. Sie war müde, sie war gefrustet auch ja, von den Kollegen und war allgemein unzufrieden. Und wir konnten das jetzt so, ich sag mal, in Balance bringen, dass sie jetzt mir gestern erzählt hat, dass sie in dem gleichen Unternehmen sich beworben hat auf eine Stelle, die diese Teilzeit auch erhöht von den Stunden. Und sie ist sogar gelobt worden von ihrem Chef. Fand ich ganz, ganz toll, weil sie in dem Moment, wo sie mir das erzählt hat, auch gestrahlt hat. Und ja, es gibt ja nichts Schöneres als Menschen zu begleiten, die dann tatsächlich aufblühen und das in kürzester Zeit. Ja, und der Nachsatz, der kam von ihr, der war ja auch richtig grandios, wo sie gesagt hat, und dann sage ich, ja, und wie läuft es, wann kriegst du da Bescheid und so? Und dann sagt sie, ach,
Ja, das müsste bis nächste Woche klar sein. Ich weiß auch schon, dass ich die Stelle bekomme. Also irgendwie, ich spüre das. Und es war so toll zu hören und auch sie zu sehen, wie sie in dem Moment, wenn ich es vergleiche mit dem Anfang, wo ich sie kennengelernt habe, also das war ein 180-Grad-Drehung. Das war eine andere Person. Die habe ich so noch nie gesehen. Und wir machen uns jetzt Schritt für Schritt dran, einen Bereich nach dem anderen wieder so in die Mitte zu bringen. Und klar, wir gehen auch an diese Glaubenssätze ran, ja? Ich bin nicht genug. Ich mache alles falsch. Ich bin ein Sorgenkind. All diese Dinge, die denken wir vielleicht jetzt. Aber es ist wichtig, sich solche Sachen nicht als Identität aufzusaugen. Denn wenn du dich identifizierst mit irgendetwas, egal was, das müssen auch keine Sprüche sein. Wenn du sagst, ich bin Rocker, dann wirst du wahrscheinlich auch Lederklamotten anziehen. Keine Ahnung. Wenn du sagst, ich bin... Wer sollen wir sein? Ich bin Punker, dann machst du dir wahrscheinlich einen Irokesen. Also es ist immer, mit wem identifizieren wir uns und wer wollen wir sein? Aber wichtiger als wer wollen wir sein, ist, wer können wir sein? Und wenn du deine Schatzkerne kennst, wenn du deine Schatzkerne lebst, dann zeigen sie dir, dann zeigt dir diese Analysemethode, die ich entwickelt habe, zusammen mit einem Arzt und einem IT-Spezialisten, die zeigt dir nicht, wie du jetzt lebst. Die zeigt dir, wer du sein kannst. Und sie zeigt dir sogar, wer du sein sollst, weil das in dir steckt, weil das tief in dir verankert ist. Das ist ein Teil von dir. Und genauso wie deine Kernwunde vielleicht ein Teil von dir ist, sind auch deine Schatzkerne ein Teil von dir. Wenn du hier mehr wissen willst, schau dich sehr, sehr gerne auf meinem Kanal um. Auch auf Insta, auf YouTube oder hör dir hier noch einige Podcasts an. Ich bin sicher, dass du dazu etwas Information noch findest oder schreib mich auch sehr, sehr gerne an. Also ich antworte relativ schnell. Wenn du was auf dem Herzen hast, wenn du was für dich geklärt haben möchtest, dann sehr, sehr gerne eine E-Mail. Tritt mit mir in Kontakt. Ich glaube, du findest einen Weg, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich möchte es also nochmal sagen. Genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Podcasts. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das verinnerlichst für dich und dass du dich nicht mehr vergleichst. Das ist wirklich Regel Nummer eins, die Regel, die ich mir aufgestellt habe. Und ich kann es schon gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich deine Situation nicht mit anderen. Guck einfach auf das, was du von dir denkst. Also wie denkst du über dich selber? Und sei dir auch immer ganz, ganz bewusst und klar, egal was du gehört, erlebt hast, du bist wertvoll, du bist genug und du bist genau richtig, so wie du bist. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst bei dieser Podcast-Folge. Ich weiß, es waren bestimmt wieder ein paar Sachen dabei, die ja ein bisschen unangenehm waren, aber
Manchmal muss es einfach ein bisschen zwicken und zwacken, unangenehm sein. Wenn du diese Ehrlichkeit aushältst und auch ehrlich zu dir bist, dann bist du hier in diesem Podcast genau richtig. So wird es auch in Zukunft hier weitergehen. 100% Ehrlichkeit und 100% Selbstverantwortung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sei gerne auch öfter dabei hier. Also schau mal rein. Ab jetzt, wie gesagt, zweimal die Woche Podcasts und auch gerne mal beim Live dabei sein. Oder wenn du eine Frage hast, schick sie mir sehr, sehr gerne. Ich würde sie auch sehr gerne mal in so einem Podcast Fragen und Antworten spezial beantworten. Deshalb einfach, wenn dir irgendwas einfällt, du was auf dem Herzen hast, dann schreib mir gerne. Und jetzt wirklich einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao.